Ludwig Marx auf dem Weg zu seinem Steuerberater. Er hat vor 25 Jahren ein Haus gebaut. Jetzt möchte er wissen, wie er das mal am besten an seine Kinder weitergeben kann. 2000 bin ich eingezogen in die eigene Immobilie und die wird ja dann irgendwann nach meinem Ableben, soll die ja dann irgendwie mal weitergegeben werden, aber Ableben ist ja immer so traurig und deswegen, wenn man etwas mit warmen Händen weitergeben kann, ist es natürlich viel besser. Das ist gar nicht so einfach, ohne dass Abgaben fällig werden. Das treibt auch Bernd Kemmler um, der mit seiner Schwester mehrere Häuser von den Eltern geerbt hat. Die große Frage? Was wird das am Schluss kosten? Denn Immobilien können Sie natürlich nicht wie bei Bargeld sagen, ja gut, ich benutze einen Teil davon, um die Steuer davon zu zahlen, die Erbschaftssteuer, und den Rest habe ich dann. Bei Immobilien ist es natürlich sehr schnell die Frage, muss ich die ganze Immobilien verkaufen? Muss ich ein Darlehen aufnehmen, das aber auch irgendwie zurückgezahlt werden muss? Viele Fragen, viele Möglichkeiten. Der Steuerberater Steffen Bayer jongliert täglich mit Ihnen. Er sagt: Wenn ich gar nichts selber regel, dann kommt am Ende der Staat und regelt das. Ein Beispiel mit einem Haus im Wert von 750.000 Euro. Es gehört Mutter und Vater gemeinsam. Beide können ihrer Tochter Vermögen im Wert von jeweils 400.000 Euro vermachen. Es fiele hier also keine Erbschaftssteuer an. Nach dem Tod des Vaters einigen sich Mutter und Tochter darauf, dass die Mutter zunächst alles erbt, um im Haus wohnen bleiben zu können. Aber sie kann dann nur noch 400.000 Euro steuerfrei weitergeben. Die Tochter muss also Erbschaftssteuer zahlen. Das stellt eben viele vor, die vor das Problem, auch emotional vor das Problem, muss ich jetzt eine Immobilie verkaufen, an der ich vielleicht auch persönlich hänge, um eine Erbschaftssteuer bezahlen zu können? Oder muss ich andere Wege finden, das Geld aufzubringen? Oder kann ich unter Umständen, das kommt eben auch immer auf den Einzelfall an, Stundungsregelungen des Erbschaftssteuerrechts in Anspruch nehmen? Hier eine Möglichkeit, wie man Erbschaftssteuer vermeiden kann. Die Eltern schenken das Haus zu Lebzeiten gemeinsam der Tochter. Der Freibetrag bei einer Schenkung ist derselbe, zweimal 400.000 Euro. Die Schenkung bleibt also steuerfrei. Die Gefahr? Dass der Beschenkte, da er dann Eigentümer ist dieser Immobilie, Ideen entwickelt, die den unseren etwas entgegenlaufen. Sprich, dass er sagt, ich will sich veräußern, ich will selbst drin wohnen, wie auch immer. Das heißt, das soll ja ausgeschlossen sein, möchte ja noch selbst in der Immobilie wohnen. Natürlich können Regelungen getroffen werden. Ein lebenslanges Wohnrecht der Schenkenden, also meist der Eltern zum Beispiel. Heißt, ich darf nicht aus dieser Wohnung rausgeworfen werden. Und in der Regel ist so eine Immobilie dann eben auch nicht verkäuflich, weil das Wohnrecht eben dort verankert ist. In der Regel wird es auch ins Grundbuch eingetragen, dass es vermerkt ist. Und damit ist die Verfügung des Beschenkten an dieser Stelle, in der Regel der Kinder, wenn es die Eltern sind, natürlich sehr eingeschränkt. Gehören den Eltern mehrere Wohnungen oder Häuser, kann man das weitergehende Nießbrauchsrecht vereinbaren. Das würde bedeuten, dass der zivilrechtliche Eigentümer der Immobilie die Kinder werden, der Beschenkte wird, aber die Fruchtziehung aus dieser Immobilie, das heißt die Vermietungseinkünfte, nach wie vor dem Nießbraucher zuzurechnen sind. Dem Papa, der Mutter, ne, beiden Eltern, wenn sie beiden Eltern hälftig gehörte. Bei liquidem Vermögen, also bei Geld, Gold oder Wertpapieren zum Beispiel, ist es leichter, die Freibeträge genau einzuhalten. Unser Beispiel? Eine Mutter von zwei Kindern ist sehr wohlhabend. An jedes Kind kann sie steuerfrei 400.000 Euro verschenken. Und das kann sie nach 10 Jahren abermals tun. Ludwig Marx jedenfalls ist froh, dass es diese Möglichkeit gibt. Weil das Vermögen wurde eben mit eigenen Händen hart erarbeitet und war ja auch mit bereits versteuertem Geld bezahlt worden, sodass das Ganze halt nach unserem Dafürhalten eben nicht nochmal mit Steuern belegt werden sollte. Darüber wird ja viel diskutiert, aber sicher ist, man sollte sich frühzeitig informieren. In diesem Sinne, schönen guten Abend, Stefan Gemmer, Rechtsanwalt und Notar aus Frankfurt. Schön, dass Sie bei uns sind, Herr Gemmer. Ja, danke, schönen guten Abend.
Also Herr Gemmer, wenn ich jetzt ein Haus zu Lebzeiten verschenken will, das vielleicht mehr als 800.000 Euro wert ist, wie würde ich das dann machen? Würde ich das denn geschossweise alle 10 Jahre? Also erstmal mit dem Dach anfangen? Nein, so geht's nicht, aber man kann Miteigentumsanteile auch in Quoten übertragen. Man kann sagen, ich schenke dir jetzt erstmal nur die Hälfte oder zwei Drittel oder ein Drittel. Das muss man dann am bestenfalls mit dem Steuerberater zusammen besprechen, wie viel das dann wert hat und überträgt eben nur einen Teil. Also scheibchenweise funktioniert. Aber nicht nur ein Dach, das geht nicht. Okay, jetzt wollen wir den Blick noch ein bisschen weiten und mal so auf ein ganzes Vermögen gucken. Wie könnte ich denn ein Testament machen, bei dem es am Ende möglichst keinen Streit gibt? Ja, das Wichtigste, das Allerwichtigste ist, dass man das klar formuliert, dass man das eindeutig formuliert, dass man bestenfalls auch die richtigen Begriffe verwendet, sodass einfach klar ist, wer will, wer soll was bekommen. Und oft ist es so, dass selbstgemachte Testamente es oft schlimmer machen, als wenn man kein Testament hätte. Die Formulierungen sind so schräg und so schwierig, dass es, dass man besser keins gemacht hätte oft. Kann ich denn ein Testament einfach schreiben, wie ich es gerne hätte? Oder müsste ich mich vorher irgendwie auch mit Erbrecht ein bisschen auseinandersetzen? Also ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ich schreibe da rein, ich vererbe meiner Tochter alles und mein Sohn kriegt gar nichts. Es gibt ja den Pflichtteil und so weiter. Also würde das dann gültig sein? Das wäre gültig. Sie können einfach schreiben, ich setze meine Tochter ein, mit freundlichen Grüßen, streitet euch schön und dann unterschreiben. Das würde funktionieren. Es würde wahrscheinlich zu Streit führen, weil dann der Sohn einen Anspruch hat auf Pflichtteil. Das ist die Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Er hätte normalerweise die Hälfte geerbt und dann würde er eben ein Viertel in Geld Anspruch haben gegen die Tochter. Das müsste er aber einklagen. Also wenn er es nicht einklagen würde, würde das so durchgehen. Ja, er muss es erstmal geltend machen und dann muss eben der Erbe muss ein Nachlassverzeichnis erstellen. Also einfach sagen, was alles habe ich geerbt, was hat es für einen Wert und dann bekommt er den Anteil. Und wenn man sich nicht einigt, gibt es ganz fiese Rechtsstreitigkeiten natürlich. Ja. Welche Formalitäten muss ich einhalten? Die sind ganz wichtig. Testament, ja. Also wenn man das selber macht, wenn man ein eigenschriftliches macht, ist es ganz wichtig, es muss alles handschriftlich sein. Also man darf es nicht im Computer tippen und unterschreiben. Das ist nichtig. Das ist wie, als hätte man gar keins gemacht. Also alles handschriftlich. Am Ende muss es unterschrieben sein. Wenn man danach noch was hinschreibt, ach, die Oma soll auch noch was bekommen, muss man es nochmal unterschreiben. Okay. Alles, was nach der Unterschrift ist, ist auch nicht vorhanden. Okay, wichtig. Also, das wäre jetzt die eine Variante. Dazu muss man auch wissen, wenn man so ein handschriftliches hat, dann muss es danach, glaube ich, so einen Erbschein nochmal geben. Genau, das heißt, da kommen nochmal Kosten. Das handschriftliche Testament ist kein Testament, wo man ein Grundbuch mit berichtigen kann oder wo man die Bank mit überzeugen kann, dass die Konten übertragen werden. Man braucht dann einen Erbschein. Das wird direkt beim Gericht beantragt oder über einen Notar. Ist aber meistens recht umständlich, dauert recht lange und ist auch kostenintensiv. Gut, ich bin ja dann tot. Ja, das kann einem egal sein, aber wenn man seinen Erben leichter machen will, dann würde man vielleicht eher ein notarielles Testament wählen. Das wäre Variante 2. Das sagt der Notar, empfiehlt es natürlich immer, klar. Aber die Rechtslage ist einfach so, da kann ich nichts für. Das notarielle Testament ersetzt den Erbschein. Das heißt, das notarielle Testament wird hinterlegt beim Gericht und wenn man dann verstirbt, macht das Sterbestandesamt Meldung ans Gericht und dann wird das Testament automatisch eröffnet und den Erben zugeschickt. Und damit kann man sofort alles machen, was man machen muss. Man kann Konten umschreiben, man kann Grundbücher berichtigen. Okay. Macht es den Erben leicht. Ja. Wenn ich so ein handgeschriebenes habe, wo sollte ich denn das am besten lagern? Am besten dort, wo es jemand findet und auch ehrlicherweise wieder dem Gericht abgibt. Ja. Oder man kann es aber auch direkt beim Gericht hinterlegen. Das kostet eine einmalige Gebühr, 75 Euro, glaube ich. Okay. Und dann wird es ebenso wie ein notarielles Testament aufgefunden, auch eröffnet, aber man muss dann dennoch diesen Erbschein machen. Okay, ganz kurz wollen wir noch sagen, es gibt ja auch den blöden Fall, dass ich Schulden erbe. Was kann ich machen, wenn ich das nicht möchte? Ausschlagen. Okay. Schulden muss man nicht erben. Also man muss aber beachten, da gibt es eine Frist von 6 Wochen. Man muss das innerhalb von 6 Wochen ausschlagen. Mhm. Ansonsten hat man es automatisch angenommen. Also man darf nicht sagen, auch wenn ich nichts mache, habe ich es nicht, sondern das Gegenteil ist richtig. Und diese 6 Wochen sind relativ knapp, weil man ja von einer Bank oder so keine Auskünfte bekommt, weil man eben noch nicht Erbe ist. Insofern ist es oft schwierig rauszufinden, ist es überhaupt verschuldet oder nicht. Das ist so ein bisschen ein Dilemma. Danke, Herr Gemmer. Schönes Wochenende für Sie. Dankeschön, ebenso. Also, wenn Sie ein Haus zu vererben haben, dann sollten Sie sich überlegen, es zu Lebzeiten zu verschenken. Ein Testament beim Notar kostet zwar, ist aber das Rundum-Sorglos-Paket für die Erben.